Ja, und da sind wir auch schon wieder. Gerade eben noch mit dem Vika gesprochen. Er möchte, dass wir uns am besten um alle kümmern. Sprich, dass alle wieder zusammenfinden. Ich denke, dass das sehr, sehr schwierig sein wird. Wenn die Leute hier schon abgehauen sind, werden wahrscheinlich nicht nur ein, zwei Worte reichen. Wir gucken mal, was uns das liebe Spiel sich hier ausgedacht hat. Oder die Entwickler besser gesagt. Boastwurst. Das nächste Mal. Eine Boastwurst bitte. Mit Senf und Ketchup und Remoulade. Und noch ein bisschen Schaschliksoße. So schmeckt's doch am besten. So, jetzt gucken wir mal. Wir sollen zu diesem Geothermiekraftwerk, ne? Nee, Botaniklabor erstmal. Erstmal den netten Leuten verkünden, dass sie bald keinen Strom mehr haben. Mensch, ich fühle mich wie einer von den Stadtwerken. Haben wir hier schon gelootet? Scheint so. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder Lust auf einen kleinen Kampf und ein bisschen Loot, dass wir uns verbessern können. Und vielleicht auch ein bisschen stärkere Gegner. Bis jetzt finde ich es tatsächlich noch sehr, sehr easy. Das sieht schon geil aus. Muss es immer wieder sagen. Mal gucken, ob wir da später vielleicht noch hinkommen. Beziehungsweise laufen wir vielleicht doch einfach mal hin. Aber aktuell will ich euch nicht damit nerven. Wir müssen jetzt langsam mal mit der Story weiterkommen. Ach komm, auf dem Weg können doch mal ein paar Gegner kommen, oder? Ein paar kleine Gegnerlies. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Aber bis jetzt scheint es noch sehr ruhig zu sein. Ich habe immer Angst, dass wir an 1000 Truhen vorbeilaufen und vielleicht schon viel besser von der Ausrüstung her sein könnten. Aber aktuell brauchen wir eigentlich auch keine bessere Ausrüstung. Kann schlafen? Okay. Müssen wir jetzt aber nicht ausprobieren. Ein Pseudo-Apfel. Das ist doch was Leckeres. Oh, dort. Ein Hooligan. Ist nur einer? Nein, ist nicht nur einer. Wir versuchen das hier mal im Stealth-Mode. Immer nur Blödes drauf rumgeballer macht auf die Dauer auch keine Laune. Ich finde das ein bisschen schade, dass die nicht sterben, wenn man sich anschleicht. So One-Kill-mäßig oder One-Shot-mäßig. Fände ich ein bisschen cooler. Drücke X, um einen Angriff deinem Begleiter zu befehlen. Ja, das machen wir doch. Hier werden bestimmt noch ein paar mehr Plünderer lauern. Oh, ich sag's doch. Ich will das mal mit dieser Zeitdilatation gerne versuchen und dem verstümmeln. Jetzt war es ein One-Hit, oder was? Einer lebt noch. Einer lebt noch rein. Oh, ich glaube, das war eher Pavadi als ich. Der eben lässt noch etwas zu wünschen übrig. Oh, ich höre noch einen. Wo? Oh. Wo sind denn die anderen? Hier. Mit Modul und Munition. Doch, da ist doch noch einer. Hat er irgendwo einen roten Balken gesehen? Da hinten. Bin aber ein Blindfisch. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Verstümmeln, würde ich sagen. Decken wir uns mal kurz, bis wir ein bisschen näher kommen, dass wir nicht direkt erstmal einen Pistolenschuss mitten ins Gesicht bekommen. Und dann rennen wir. Na, irgendwie sind die Gegner noch zu einfach. Die sterben halt schon beim zweiten Schlag, dann bringt es halt auch einfach nicht so viel. Wenn wir da versuchen, irgendwelche Effekte auf den anzuwenden. Ich hoffe, dass hier noch richtig geile Bosskämpfe kommen. Wo man auch mal ein paar Minuten dran hängt und sich eine Taktik bzw. Strategie überlegen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, weil aktuell, ja, eher langweilig. Spacer's Choice. Injektor zum Anregen der Zellheilung. Heilt binnen 2 Sekunden 25% Leben.
Okay. Oh, was ist das? Uah. Junge, Junge, Junge. Ach, das sind wohl hier so eine scheiß Mine oder was? Hätte man mich mal auch drauf hinweisen können, liebes Spiel. Oh, ein Granatwerfer. Da gucken wir doch gleich mal. So, wie stehen wir denn überhaupt? 110 Schaden pro Sekunde macht die gute. 110. 110. Ja, gut, da ist es halt ein Granatwerfer. Wir legen den mal auf Platz 3, dass wir den notfalls noch haben. Hier haben wir 73, 73, 73, 73, 60, 60. Bringt alles nicht viel. Wir haben eine Rüstung mit 4. 3, 4, 4. 9. Den nehmen wir doch. Nein. Uiuiui. Nochmal Glück gehabt. Ich sehe die Dinger immer nicht. Versammlungszentrum. Wollen wir hier rein? Das sagt zwar nichts an, aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir doch auch mal. Einen aufgeladenen Angriff im Nahkampf vorzubereiten und so weiter. Wird wahrscheinlich mehr Schaden verursachen. So. Hier ist nichts weiter drin. Tretnudeln. Ein Klassiker auf dem Speisezettel jedes Spacers. Dachte immer, Saltuna ist der Klassiker. Aber ich will gar nicht wissen, was die da aktuell reinhauen. Wahrscheinlich so Möterfleisch oder sowas. Oder Plünderer Zehnägel. Müssten wir Parvati eigentlich mal fragen, was dort reinkommt aktuell. So, wir haben einen Händler. Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten bieten eine größere Anzahl an kaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Abfähigkeit Hacken 20, kannst du Gegenstände verkaufen und so weiter und so fort. Alles klar. Haben wir jetzt schon die 20? Können wir verklingeln? Dann würde ich sagen, wir hauen gleich mal die ganzen Waffen hier raus. Haben ja gerade geguckt. Wir haben einen Helm. Warum weiß ich davon nicht? Ach hier. Der sah für uns irgendwie aus. Jawohl. Der sah für uns irgendwie für mich aus wie ein Brustpanzer. Deswegen habe ich den wohl übersehen. So, Überbrückungskontakt. Muss ich dann auch nochmal lesen, wozu wir die eigentlich brauchen. Noch nicht so ganz verstanden. Hier liegt doch was Schönes. Komm ich hier. Irgendwie braucht man für alles viel zu viele Mac-Dietriche. Auch zu. Na gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg zum Botaniklabor. Und schauen mal, wie die gute Adelaide so drauf ist. Wahrscheinlich wird sie sich nicht freuen. Der hat aber ganz schön gefressen, ey. Hui. Das wären mir dann doch ein paar zu viele. Geil. Hebe ich mir aber mal auf für später. Kommen bestimmt noch stärkere Gegner. Na, das war doch mal was. Nicht ganz so einfach wie die davor. War immer noch nicht schwer, aber... Mama, alle kein Loot. Guck bloß, ob hier noch irgendwo Minen rumliegen. Jetzt habe ich bestimmt das komplette Spiel über Paranoia vor diesen vor diesen Scheißdingern. Hör doch schon wieder irgendwas.
Hallo? Jemand zu Hause? So, ich gucke jetzt, was diese Überbrückungskontakte machen. Wir finden irgendwie ganz schön viele davon. Würde ich auch gerne mal wissen, wofür das gedacht ist. Ein Werkzeug, um Computer zu hacken. Komplexe Passwörter sind ein Sicherheitsrisiko. Was? Schwer zu merken und deshalb oftmals niedergeschrieben. Die Sicherheitsabteilung empfiehlt leicht zu merkende Codes wie 1234. Ja, wer kennt das nicht? In jeder Firma, an der man anfängt, wird man erstmal dessen belehrt. So. Ist hier drüben noch irgendwas Schönes? Haben wir die schon? Die haben wir doch nicht umgebracht, oder? Habe die Befürchtung, dass hier noch irgendwas anderes rumlungert, was uns an die Kehle will. Da drüben ist zu. Haben irgendwie auch alle die voll hässlichen Betten. So, noch ein Dietrich. Yay, Rüstungsteile, Waffenteile. Die guten Nudeln. Ah. Da gucke ich mal, ob ich die lieber verkaufe, die Saltuna-Dinger. Und da scheint es auch schon zu sein. Hier haben wir noch ein schönes Werbeplakat. Frage mich zwar, was das bringen soll. Wenn der gute Weed von uns meinte, dass sie seit Jahren keinen Besucher hatten, dann wird ja auch jeder irgendwie die Spacers Choice Scheiße kennen. Beziehungsweise wird es wahrscheinlich gar nichts anderes zu kaufen geben. Botanical Lab, da wollen wir hin. Oh, ein paar Möter. Hier weiter, Fremder. Er redete. Grace! Beruhig dich. Ich will euch bloß den Strom abschalten. Guten Tag.